Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Duells. Wir haben gerade heute schon Badminton gespielt, uns kurz ausgeruht und jetzt geht's weiter mit Squash. Ich habe Badminton denkbar knapp verloren, will jetzt natürlich im Squash gewinnen, um auszugleichen. Da ist er auch Favorit, weil ich noch nicht auf Squash gespielt habe. Er stapelt immer tief, aber wird auf jeden Fall schwierig für mich. Wichtig ist für mich, auch wenn ich gewinne, dass du wenig Punkte bekommst, damit ich so ein bisschen Badminton wieder reinhole. Also kriegst nichts geschenkt. Ja. Aber ich weiß, dass Simon sich immer schnell steigert in solchen Sportarten. Also versuche ich, ihn gar nicht erst reinkommen zu lassen. Genau. Alles klar. Alles klar, dann viel Erfolg. Viel Erfolg. Oh,
Thank you.
So, klar. Glückwunsch. Danke, danke schön. Bist nochmal krass reingekommen zum Schluss, ey. Ja, dann die Timeout war es dann. Ja. War ich schon mental wieder da. Also ich weiß nicht, was los war. Ich habe ja 12-4 geführt, dann kam mein Timeout. Mhm. Dann habe ich sogar noch das 13-4 gemacht. Und ich glaube, dann habe ich so minimal einen Ball nachgelassen. Ja. Und dann steht es 13-5. Und dann war ich wieder 100% Fokus und dachte mir, komm, gewinnst du 15-5. Und dann, glaube ich, sogar noch 14-8 geführt. Und dann einfach 6 Punkte in Folge. Ja, da hatte ich keine leichten Fehler mehr gemacht. Nicht zu viel angezogen. Aber du hast verdient gewonnen, warst der bessere Scorespieler. Bin ich mal gespannt, wie das im Tischtennis und im Tennis weitergeht. Ich auch, wir haben gerade schon mal ausgerechnet. Ich habe jetzt aktuell 106 Punkte, du 103. Ja. Also es ist im Prinzip 50-50 jetzt. Und ja, du wirst im Tennis auf jeden Fall die Nase vorhaben. Beim Tischtennis setze ich so ein bisschen mehr auf mich. Ja, auf jeden Fall. Deswegen alles offen. Ich freue mich auch auf die nächsten Begegnungen. Ja. Dann.